CDU/CSU. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, am Anfang einer solchen Debatte sollten wir noch mal Norbert Lammer zitieren, der in seiner Abschiedsrede vor dem Scheitern der Demokratie gewarnt hat und uns noch mal ins Buch geschrieben hat, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Zitat: Und wir wissen aus noch nicht ganz so lange zurückliegenden Phasen der deutschen Geschichte, dass auch Demokratien ausbluten können, dass sie ihre innere Kraft verlieren, wenn sie die Unterstützung der Menschen verlieren, für die es sie gibt. Und richtig ist, dass wir momentan erleben, dass Demokratie außerhalb Europas und außerhalb Deutschlands immer mehr in Bedrängnis kommt durch autokratische, durch repressive Systeme, auch an der Grenze zu Europa mit Blick auf die Türkei. Aber wir erleben auch, dass bei uns in Deutschland demokratiefeindliche Radikalisierung mehr und mehr zunimmt und gesellschaftlich zunimmt und unterstützt und akzeptiert wird, und zwar auch teilweise politisch. Und wir haben jetzt gestern bei der Gedenkveranstaltung gehört, dieses passt auf, was in Deutschland passiert. Und dass Sie jetzt, werte Damen und Herren der AfD, kommen und sich als Retter der Demokratie aufspielen, das ist schon sehr skurril. Denn, Herr Dr. Friesen, wir reden nicht nur über eine Klausel. Wir reden nicht nur über die Frage, wie man Wahlsysteme gestaltet, wer wen wählt, was in einer Demokratieklausel möglicherweise von Bedeutung ist. Sondern Demokratie ist auch ein Bewusstsein. Und es hat eine Haltung zur Demokratie und zu einer demokratischen Gesellschaft. Und es hat Werte, demokratische Werte. Und wenn ich zur Haltung komme, dann bin ich schnell bei den Fragen von Toleranz, Respekt, Ablehnung von Gewalt und auch einer humanitären, humanen Gesellschaft. Und wenn ich bei Werten bin, dann bin ich bei Freiheit, einer freien Gesellschaft, einer gerechten Gesellschaft und einer solidarischen Gesellschaft, auch möglicherweise denjenigen gegenüber, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern auch denjenigen gegenüber, die in Deutschland aber leben. Und das ist in Gefahr, weil es Menschen gibt, nein, den Kollegen, das lassen wir jetzt mal, danke, weil es Menschen in Deutschland gibt, die die Religionsfreiheit abschaffen wollen, Stichwort Freiheit. Da werden dann Direktiven ausgegeben, dass am Bosporus mit den drei großen M, Mohammed, Muezzin und Minarett, Schluss ist. Weil es in unserem Land Menschen gibt. Wir reden über Freiheit und Religionsfreiheit. Weil es bei uns im Land Menschen gibt, die wollen eine Ausgangssperre für Flüchtlinge ab 22 Uhr. Weil es bei uns im Land Menschen gibt, die die Aufmärsche der identitären Bewegung mit unterstützen, die ein deutlich rassistisches Bild von Deutschland haben. Weil es bei uns Menschen gibt, die über irgendwelche WhatsApp-Gruppen anscheinend darüber sprechen, wie endlich dann die Endlösung für die Musels in Deutschland passieren muss und dass man doch Tierversuche stoppen kann, weil man Flüchtlinge dafür nehmen kann. Das ist demokratisches Bewusstsein, und damit haben Sie, aber auch gemein, nichts am Hut. Und Sie wissen es ganz gemein, Sie wissen es ganz genau. Das sind nicht irgendwelche Menschen, das sind auch nicht irgendwelche Mitglieder der AfD. Das sind bei Ihnen Mandats- und Funktionsträger, die dieses so behaupten. Und wenn Sie jetzt uns Nachhilfe geben wollen bei der Frage eines demokratischen Bewusstseins, da kann ich nur sagen, Schein hat mehr Buchstaben als Sein, und das nehmen wir Ihnen nicht ab. Und die Menschen in Deutschland nehmen Ihnen das auch nicht ab. Dann kommen wir zur Demokratieklausel. Und wir gestehen ja ein, wir diskutieren mit unserem noch Koalitionspartner und möglicherweise bald wieder Koalitionspartner sehr intensiv darüber, wie wir dieses demokratische Bewusstsein auch dort verankern, wo Träger Geld bekommen für die politische Arbeit und für die Arbeit in der Kommune. Und richtig ist, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben. Richtig ist, dass wir immer gesagt haben, wir wollen ein proaktives Werben für die Demokratie und das auch in einer Klausel festsetzen wollen. Richtig ist auch, dass das anders gesehen wird. Aber jetzt kommen wir mal zum Geiste. Jetzt kommen wir doch zum Geist des Antrages, beziehungsweise zum Geist der Dinge, um die es uns da geht. Denn Sie haben den Antrag schon in Sachsen gestellt, in Sachsen-Anhalt, in Hamburg, auch im Kreistag Meißen. Und deswegen will ich zitieren ganz gerne das Bundesprogramm. Und diejenigen, die Geld bekommen, die müssen nämlich dafür beim Zuwendungsbescheid unterschreiben, und die bekommen nämlich ein Begleitschreiben. Und jetzt geht es um den Geist, der uns aber verbindet in dieser Frage. Denn da heißt es im Begleitschreiben, im Umkehrschluss ergibt sich daraus jedoch gleichermaßen, dass extremistischen Organisationen oder Personen, die nicht die Gewähr für den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten, keine direkte oder indirekte Förderung zuteil werden darf. Unterwanderungsversuchen von geförderten Initiativen durch solche Personen oder Gruppen muss wirksam begegnet werden
ungeachtet dessen, ob sie im Bereich islamistischer Extremismus, Rechtsextremismus oder Linksextremismus angehören. Und das ist der Geist, den wir tragen. Wir können diskutieren über die Frage, wie man das gestaltet. Richtig, da gab es verschiedene Positionen. Und deswegen kommen wir zum letzten Punkt, der für uns in der Union wichtig sein wird, gerade mit Blick auf die veränderte, auf die Sprache in dieser Gesellschaft und auf die Gefahren für die Demokratie. Wir brauchen tatsächlich eine Renaissance der historisch-politischen Bildung. Wir brauchen das stärkere Bewusstmachen dessen, was Demokratie auszeichnet, nicht nur in Verfahrensfragen. Wir brauchen wieder eine Wertedebatte in Deutschland, dass wir einer freiheitlichen, einer solidarischen Gesellschaft näher kommen. Ich will noch mal in dem Zusammenhang verweisen, dass das eine das Thema der Klauseln ist, das andere ist das Thema der tatsächlichen politischen Arbeit, insbesondere mit jungen Menschen. Und da will ich noch mal zitieren den ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, der mit Blick auf die Ziele der politischen Bildungsarbeit deutlich formuliert hat: Ziel der politischen Bildungsarbeit ist es, für die Demokratie zu werben und zu politischer Partizipation und Gestaltung zu ermutigen. Und deswegen wird es unsere Aufgabe sein, noch mehr als in der Vergangenheit den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, die politische Bildung auszubauen, damit das überflüssig wird, was wir momentan erleben, nämlich eine der Sache nicht gerechten Debatte. Und deswegen, bei allem Verständnis für Ihren Antrag, werden wir den nicht mitgehen. Wir werden das gemeinsam lösen, denn wir sind die Träger auch eines Bewusstseins, eines demokratischen Bewusstseins. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD spricht jetzt der Abgeordnete Mahmut Özdemir.